Die Geschwindigkeit, mit der Jan Ullrich seinen guten Ruf zerlegt, die überrascht dann doch. Hat der Ex-Radprofi da jeglichen Halt verloren? Hallo erstmal aus Hamburg. Also ehrlich gesagt, ich muss noch ein bisschen eurem Radsport-Experten widersprechen. Mich überrascht das überhaupt gar nicht, weil diese Abwärtsspirale, die hat schon vor Jahren begonnen und das ging jetzt immer schneller und immer schneller. Und für mich war wirklich dieser absolute Ausstiegspunkt das Verlassen der Ehefrau. Also Sarah ist ja vor einigen Monaten aus Mallorca weggezogen, hat die Kinder mitgenommen und damit waren alle Schleusen geöffnet, dass dieser Absturz wirklich in einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreiten kann. Und das haben wir jetzt gesehen mit diesen ganzen Sachen, die dann am letzten Wochenende passiert sind, auf dem Grundstück von Til Schweiger und eben jetzt auch traurigerweise heute Nacht in Frankfurt. Welche Rolle spielen dabei Alkohol und Drogen? Hat sich da möglicherweise die Persönlichkeit im Laufe der Zeit verändert? Also die Persönlichkeit an sich, ich habe ihn vor einigen Jahren mal bei einer Charity-Veranstaltung erlebt und da ist immer schon wahnsinniges Misstrauen und also der hat schon wirklich große Probleme mit sich und der Öffentlichkeit. Jetzt hat er ja in einem Bunte-Interview noch erzählt, er hätte ADHS, das spielt natürlich alles dazu rein, plus diese Drogen. Wir wissen ja, dass diese Radsportszene auch nicht ganz frei von Doping ist, das ist so ein bisschen die Fortführung davon. Insofern, das spielt alles traurigerweise zusammen und ist jetzt explodiert in diesen Sachen, die jetzt seit dem letzten Wochenende passiert sind. Jetzt wird ja berichtet, dass er in Frankfurt in einem Luxushotel mit einer Prostituierten zusammen war. Das allein vielleicht noch nicht so tragisch, aber er hat die Frau dann wohl geschlagen, gewürgt, angeblich. Ist denn von ihm Übergriffigkeit in der Vergangenheit auch schon bekannt gewesen? Nee, eigentlich nicht. Also das wundert mich, aber die Polizei hat ja auch gesagt, dass da Drogen im Spiel waren. Da ist man dann natürlich nicht mehr Herr seiner Sinne. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber natürlich eine Erklärung dafür, dass es dazu kam. Und ich finde diese Situation jetzt heute Nacht, die ja wahnsinnig traurig ist, ob das jetzt in einem Luxushotel ist oder in irgendeiner Absteige, zeigt einfach, an was für einem Tiefpunkt Jan Ullrich jetzt angekommen ist. Der sich nach Deutschland begeben hat zum Entzug, auch wahrscheinlich nicht ganz freiwillig, sondern weil er einfach die Frau und die Kinder zurückhaben möchte und diesen Druck der Öffentlichkeit nicht mehr aushält. Und insofern, nee, diese Übergriffigkeit, sowas kannte man noch nicht, aber es ist erklärbar. Wer kann Jan Ullrich jetzt überhaupt noch helfen? Sind da noch Freunde da? Til Schweiger hat ja gesagt, bei ihm braucht er nicht mehr anklopfen. Ja, und das ist eigentlich auch das Beste. Also wenn man Suchtexperten fragt, die sagen, man muss diese Leute tatsächlich fallen lassen, damit die sich selber wieder fangen, weil von außen, da kann ihm niemand helfen. Also er muss tatsächlich jetzt für sich selber die Kurve kriegen und für sich einsehen, okay, ich bin wirklich am Tiefpunkt angekommen. Es geht eigentlich nicht mehr tiefer und jetzt muss ich mich selber am Schopf aus dieser ganzen Misere rausziehen. Und wenn er nicht an diesem Punkt angekommen ist, dann wird das auch nicht passieren. Also das ist traurig, aber das ist so. Und eigentlich hat seine Ehefrau Sarah genau das Richtige getan vor einigen Monaten, sich und diese Kinder aus dieser furchtbaren Situation rauszunehmen, weil sie hat ihm nicht helfen können. Vanessa, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Sehr gerne. Einen schönen Tag. Tschüss. Dir auch.